Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie auf das Allerherzlichste zur heutigen Partie. Das Spiel beginnt. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Sie wählen in diesem Spiel ein 4-4-2 mit Raute, mit einem offensiven Mittelfeldspieler als Unterstützung für die beiden Angreifer. Zum Weiland. Schröck. Trippic. Es gibt Abstoß, der Ball war im Aus. Martin Schnuckern. Halstenberg. Im Tor heute Debütantenball, Buschi. Vielleicht die neue Nummer 1. Den Status wird er sich erarbeiten müssen und fängt am besten heute damit an. Und da haben wir es, das Tor. Da kann sich der Torhüter lang machen, wie er will. Den kann er nicht halten, zu gut platziert. Und genau diese Situation sollte man mal beim Training vorführen. Das ist perfekt, wie er diesen Ball platziert. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Halstenberg. Forsberg. Demme. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Trinks. Den Ball spielt er raus. Die Flanke sah gar nicht so schlecht aus, aber trotzdem ist der Ball weg. Und Eckstoß. Gut vom Torhüter. Die Ecke ist kein Problem. Halstenberg. Demme. Dominik Kaiser. Yusuf Paulsen. Da wird er gestört. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Jetzt kommt der Freistoß. Die Latte rettet für den Torhüter. Martin Schnuckern. Emil Forsberg. Da hat er sich vielleicht doch etwas zu viel vorgenommen. Die Entfernung war zu groß. Kumbela. Martin Schnuckern. Demme. Gut gemacht da draußen. Schröck.
Tom Weiland. Souverän, er hat den Ball. Dominik Kaiser. Es geht weiter mit einem Abstoß. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Er lässt den Gegner stehen. Das könnte gefährlich werden. Trinks. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Trinks. Sehr gut reingespielt. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ball im Aus, Abstoß. Teigel. Yusuf Paulsen. Demme. Macht er ihn! Gut abgeblockt. Der Ball geht ins Aus und damit die Chance auf ein weiteres Tor. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Den muss er jetzt machen. Yusuf Paulsen. Eckstoß also. Er schießt. Koschmar. Kann er den Ball behaupten? Tom Weiler. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Rücker. Zur Pause. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Da zieht er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Teigel. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Da ist er mal vorne und da trifft er auch noch. Einer der seltenen Ausflüge des Abwehrspielers und er wird belohnt. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Schukalo, Forsberg. Massimo Bruno. Gute Aktion, gut geklärt. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Massimo Bruno. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Da kommt der Pass auf außen. Der Ball kommt gut. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Er bekommt Hilfe. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich.
Massimo Bruno. Marco Caligiuri. Er spielt den Pass zurück. Tom Weiland. Und jetzt haben sie den Ball. Martin Schnuckan. Halstenberg. Der Ball ist draußen. Es gibt. Einwurf. Tripic. Schröck. Das gibt Freistoß. Und den hält er fest. Gut gemacht. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Tom Weiland. Lahm. Gute Flanke. Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Halstenberg. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Lahm. Davy Selke. Und die Flanke kann er nicht richtig verwerten. Nee. Kommt zwar mit dem Kopf dran, aber ohne Druck keine Gefahr. Dominik Kaiser. Gute Aktion vom Torhüter. Und jetzt der Schuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Tripic. Lahm. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Davy Selke. Brücker. Und er schießt. Da passt der Torhüter auf. Gut gemacht. Den Ball hat er. Torwart sicher. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Pass auf die Außenbahn. Und den spielt er gleich wieder zurück. Da kommt der Schuss. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Es gibt Ecke. Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Er entscheidet auf Freistoß. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart.
Schröck. Jetzt gibt's hier nochmal Freistoß. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Da konnte man auch ohne Wiederholung sehen, wie knapp das war. Ein richtig guter Versuch, sehr gute Technik beim Freistoß. Zeige. Gute Defensivleistung und vorne waren sie zur Stelle.